Moin zu einer neuen gruseligen Folge von Undertale, wo es hier zurzeit nur um Geister geht, aber es sind nicht mal bösartige Geister, es sind so wie es aussieht, bloß Monster, die eben halt mit Entschlossenheit drin gepumpt wurden. Das mögen sie eben halt nicht so. Eine Notiz liegt am Boden, du kannst nicht alles lesen. Unter Decke. Das ist alles, was du entziffern kannst. Es ist eine Art Schalter. Im Zentrum befindet sich ein gelber Stütz. Hier steht ein VHS-Spieler mit einigen ausgewählten Bändern. Sie sind in einer bestimmten Reihenfolge gegliedert. Wirst du eine ansehen? Oh Gott. Okay, Chico, bist du soweit? Mach dein gruseliges Gesicht. Ah, hehehe. Oh, warte. Ich hatte den Objektivdeckel noch drin. Was? Du machst es nicht noch einmal? Komm schon, hör auf mich auszutricksen. Haha. Oh Gott. Eintrag Nummer 4. Ich habe die Menschen genau studiert, um mir über ihre Seelen zu erfahren. Letztlich bin ich um das Schloss herumgeirrt und fand komische Kassetten. Ich denke nicht, dass Asko sie selbst gesehen hat. Und ich denke nicht, dass er das sollte. Band 1. Psst. Gori, wach auf. Hä? Was ist los, Schatz? Und warum hast du eine Videokamera? Psst. Ich möchte deine Reaktion einfangen. Gori, Liebster. Was ist mein liebstes Gemüse? Karotten, richtig? Nein, nein, nein. Mein Lieblingsgemüse ist Edamame. Verstehst du? Geh wieder ins Bett, Schatz. Nein, nein, noch nicht. Wenn ich ein Hund wäre, welche Hundeart wäre ich dann? Ich weiß nicht. Schatz, welche Art Hund könntest du sein? Ich wäre ein Momeranian. Was? Momeranian? Du bist wirklich über das Kind glücklich. Weißt du, wenn du weiter solche Witze machst, bist du vielleicht eines Tages eine berühmte Momedien. Was Momedien? Ach, diese Wortwitze. Naja, ich gehe ins Bett. Hey, komm schon. Tori, das war witzig. Ich weiß, ich ärgere dich nur. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, mein Liebling. Oh, hier drinnen ist es vielleicht zu dunkel für die Kamera. Was? Hallöchen, Chico. Lächeln die Kamera. Ha, diesmal habe ich dich. Ich habe den Deckel absichtlich dran gelassen. Jetzt lächelst du ohne Grund. Hehehehe. Was? Oh ja, ich erinnere mich. Als wir versuchten, Karamellkuchen für Vater zu backen. Im Rezept hieß es, man sollte Butter verwenden. Aber wir haben aus Versehen Butterblumen verwendet. Ja, diese Blumen haben ihn echt krank gemacht. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Mama war wirklich verärgert. Ich hätte es mit einem Lachen abtun sollen, wie du es gemacht hast. Wie auch immer, wie geht es jetzt weiter? Wie? Die Kamera ausschalten? Okay. Wie hieß ihr Sohn, Chico? Ich mag diese Idee nicht, Chico. Was? Nein, ich... Große Kinder weinen nicht. Ja, du hast recht. Nein, ich habe nie an dir gezweifelt, Chico. Nie. Ja, wir sind stark. Wir befreien alle. Ich hole die Blumen. Was? Chico, kannst du mich hören? Wir wollen, dass du aufwachst. Chico, bleib entschlossen. Du darfst nicht aufgeben. Du bist die Zukunft der Menschen und Monster. Psst, Chico. Bitte wach auf. Mir gefällt dieser Plan nicht mehr. Nein, ich zweifle niemals an dir. 6, richtig? Wir brauchen nur 6.
Und wir erledigen das zusammen, richtig? Na, das kommt gegen dich, mach mal. Ich verstehe es überhaupt nicht. Was ich mit dir machen muss, weiß ich erst recht nicht. Heilen. Machen wir mal loslassen. Du lässt bitte in Ruhe Lemonbrett Zähne zucken. Komm in meiner Hölle. Ja, ja, ja. Hat er mich trotzdem noch getroffen? Riecht nach süßen Zitronen. Summ. Du summst einen vertrauten Ton. Lemonbrett Körper zuckt. Es kam niemand. Astronautennahrung. Du bist Astronautenfutter. Du bist komplett geheilt. Das war jetzt komplett unfair. Da war jetzt gerade nirgendwo eine Lücke. Riecht nach süßen Zitronen. Beugen, du beugst deine Arme, Lemonbrett. Er hat sich an etwas erinnert. Ich fühlte das zuvor. Ach shit, jetzt war ich nicht schnell genug. Tüte Chips, du isst hier die Toffelchips, ist von 13 HP geheilt. Okay. Ja. Oh Gott. Heißt es nun auf Wiedersehen? Du warst siegreich. Ich weiß nicht, was mit dem los war. Extraktionsmaschine, Status inaktiv. Eintrag Nummer 19. Die Familie fragt mich immer wieder, wann alle wieder zurückkommen. Was soll ich nur sagen? Ich beantworte nicht einmal mehr die Anrufe. Es ist ein Kühlschrank. Es ist erst leer. Sein Kühlschrank, er scheint seltsam Proben zu enthalten. Der Ton gerade gezuckt. Antrag Nummer 20, ja hat er. Hoskun hat mir heute 5 Nachrichten hinterlassen. 4 darüber, dass jeder sauer ist. Und eine über diese putzige Teetasse, die wie ich aussieht. Danke, Asko. Ist okay. Das ist ein Kühlschrank, er ist leer. Er ist doch nicht leer. Dann soll ich verbringe jetzt meine Zeit regelmäßig im Schrottplatz. Das ist mein Element. Sein Kühlschrank erscheint seltsam Brumm zu enthalten. Das ist ein Kühlschrank. Er ist leer. Okay. Das hat mich jetzt erschrocken. Es ist eiskalt. Analysieren. Snowy Way. Lachen? Du lachst weiter. Es ist so witzig. Du kannst nicht aufhören. Was? Du hast das nicht gemacht? Snowy. Scherzen? Du machst einen schlechten Witz über Eis. Ihr Ausdruck verändert sich. Ich erinnere mich. Es ist eiskalt. Lachen. Aber das ist nicht witzig. Okay. Du machst einen schlechten Witz über Eis und ihr Ausdruck verändert sich weiter. Aha, danke. Komm, schaut mal weiter. Du machst einen schlechten Witz über Eis. Sie ist völlig beruhigt. Du wirst siegreich. Du findest einen blauen Schlüssel. Festigst ihn am Schlüsselbund. Dann notiere dich nochmal und du kannst dich alles lesen. Vorhang. Das ist alles, was draufsteht. Was du davon konntest. Klick. Grüne Schlüssel platziert. Perfekt in die Stütze. Yay. Wieso wackelt der hier so? Das ist ein Kühlschrank. Okay. Mir fehlt trotzdem noch ein Schlüssel. Der gelbe hier. Einen Moment bitte.
So. Hä? Ja, stimmt, unter der Bettdecke. Also es gibt immer so ein, wenn ich mich räusper oder so weiter, dann ist es für mich kein Problem, mal kurz so zu machen. Also so leicht zu husten. Aber wenn ich merke, dass ein größerer Huster kommt, dann, nee, lass mal gut sein. Ist ein Bett. Ist ein Bett. Ist ein Bett. Muss ich mich wieder ins Bett legen? Oder liegt unter Decke? Untersuchen? Ja. Ist ein gelber Schlüssel. Du legst ein Schlüsselband um. Genau. Okay, 10 Minuten. Oh, mein Kopf. Erst muss man da rüber. Zur anderen Seite. Dann müsste dann dieser Extrahierer wieder gut sein. Ne, hier? Muss man hier hin? Ne. Ach, da war ja unten. Ah. Ne, ich bin heute schon zu lange wach und... Aber so, ich bin nicht müde. Aber mein Kopf sagt so... Nee. Ich will nicht mehr arbeiten. Schon länger, weil wir heute Secret Hitler gespielt haben. Blick. Der blaue Schlüssel passt perfekt in den Schlitz. Und das war eben halt ein bisschen anstrengend für mein... Oh, Musik. Ich dachte gerade so, weil es nur Klick-Klick gemacht hat, dass jetzt schon wieder ein Monster erschienen ist. Nee, und da musste ich schon genug nachdenken. Und ich weiß nicht, das heute war wieder so ein Tag, der war viel zu viel. Aber ich will eben halt gerne mal noch ein Pottinger hintereinander aufnehmen, damit ich den nächsten Tag immer noch... Ach ja, hier war ja bloß das Bad. Hier war es und das Ding, das sieht irgendwie auch gruselig aus. Klick, der gelbe Schlüssel passt perfekt in den Stütz. Okay, jetzt haben wir die ganzen aktiviert. Jetzt müssten wir eigentlich in der Mitte. Müsst ja in den Dings da drinnen rinkommen und so weiter. Wie spielt haben wir? 12 Minuten. Schaffen wir. Ich finde schön, dass der Geist hier einen zugedeckt hat. Dass sich erst so daneben. Ja, danke. Dass sich erst so daneben gestellt hat und so weiter und dann. Oh. Okay. Wie geht's? Hä? Scheint abgeschaltet zu sein. Was mit dem Aufzug? Es scheint, ein weiterer Aufzug hat keinen Strom mehr. Oh. Also muss ich hier drüben hin. Der ist ausgeschaltet. Scheint abgeschaltet zu sein, der ist auch abgeschaltet. Na los, komm. Es reguliert den Strom für den Aufzug. Einschalten, ja. Ihr wollt doch gar nicht kämpfen. Ihr wisst doch nicht, was man mit euch tun soll, weil ihr Schlossenheit als Monsterseele habt. Hey, stopp! Ich habe euch Futter mitgebracht, okay? Tut mir leid. Sie werden ein wenig frech, wenn man sie nicht zeitig füttert. Ich denke, sie haben deine Toffelchips gerochen und... Wie auch immer. Der Strom fiel aus und ich wollte ihn wieder einschalten. Aber es scheint, du warst mir einen Schritt voraus. Das war der... Das war dir wahrscheinlich alles sehr unangenehm. Aber ich schätze, dass du mir helfen wolltest. Wie ich sagte, ich hatte Angst, dass ich nicht wiederkehren würde. Aber das liegt nicht an diesen Typen. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, dass ich zu viel Angst hätte, die Wahrheit zu erzählen. Dass ich wegrenne oder etwas Feiges mache. Ich schätze, ich schulde dir wohl eine Erklärung. Wie du vielleicht weißt, wollte Asgore, dass ich Seelen studiere. Während meiner Forschung isolierte ich eine Macht namens Entschlossenheit. Ich habe es in sterbenden Monstern injiziert, damit die Seele bestehen bleibt, glaube ich, oder bestanden hat. Keine Ahnung. Aber das Experiment schlug fehl. Weißt du, im Gegensatz zu menschlichen Körpern haben Monster nicht genug physische Beständigkeit für viel Entschlossenheit. Ihr Körper beginnt zu schmelzen und ihre Form zu verlieren. Schon bald sind alle Testsubjekte zusammengeschmolzen zu diesen Dingern. Als ich sie so sah, wusste ich kann es ihren Familien nicht erzählen. Ich
könnte niemand davon erzählen. Egal, wie sehr man mich auch danach fragen würde. Und ich hatte zu viel Angst, daran weiterzuarbeiten. Alles, was ich tat, war ein kritischer Fehlschlag. Aber jetzt denke ich anders darüber. Ich werde jedem erzählen, was ich getan habe. Es wird schwer werden, ehrlich sein, an mich glauben. Es wird sicherlich harte Zeiten geben. Es gibt bestimmt Tage, an denen ich es wieder vermassle. Aber zu wissen, dass ich so gute Freunde habe, das macht das Ganze wesentlich einfacher. Ich danke dir. Kommt, Leute. Es ist an der Zeit, dass alle nach Hause kommen. Strom läuft wieder. Ja. Oh. Eintrag Nummer 8. Ich habe mich für einen Kandidaten entschieden. Ich habe Asko noch nichts gesagt, weil ich ihn überraschen möchte. Im Zentrum seines Gartens gibt es etwas ganz Besonderes. Die erste goldene Blume, die noch vor den anderen erblühte. Die Blume von der Außenwelt. Sie erschien kurz bevor die Königin ging. Ich fragte mich, was passiert, wenn etwas ohne eine Seele den Willen erhält zu leben. Eintrag Nummer 18. Die Blume ist verschwunden. Ring. Es ist eine Stimme, die du noch nicht zuvor gehört hast. Chico, bist du da? Es ist lange her, nicht wahr? Aber du hast dich gut geschlagen. Dank dir verläuft alles nach Plan. Chico, man sieht sich. Epileptischer Anfall. Hä? Die Tür ist durch wuchende Schlingpflanzen fest verschlossen. Hä? Kann ich hier wieder runter? Ne, hier komme ich noch hier von da raus. Ich komme nicht mal zurück. Willem Dafoe? Achso, das ist eine lange Geschichte, weil wir gerade eh lang laufen. Ich sage in letzter Zeit nur noch Dafoe anstatt The Fuck. Keine Ahnung warum. Gibt es hier wenigstens noch einen Speicher? Hier unten gibt es ja bloß diese... Ich komme nicht mehr zurück? Wirklich? Da ruft man... Okay... Ach, hier gibt es noch einen Speicher. Das Ende. Okay, dann sehen wir uns mal in der... Oder? Mach ich... Nee, komm. Nee. Wir machen jetzt einfach weiter.